In diesem Video schauen wir uns die Dot-Matrix-Displays mal etwas näher an. Das ist was für alle Bastler, die einen mit Arduino programmieren und jetzt etwas suchen, wie sie Messwerte, Statusmeldungen oder was auch immer ausgeben können. Und das Interessante ist, diese Displays funktionieren mit einer parallelen Schnittstelle und die möchte ich hier mal so im Prinzip kurz vorstellen. Das Display kommt mit einem Controller. Da sind im Prinzip Zeichensatz bereits integriert, sodass ich sozusagen die Zeichen nur noch abrufen muss. Das Ganze kann ich mit einem 4- oder einem 8-Bit-Datenbus sozusagen ansteuern, plus ein paar Steuerleitungen. Und auf diese Art und Weise kann ich dann Texte ausgeben. Sowas kennt man vielleicht von früher. Das hier ist ein Matrix-Display, das heißt, man hat hier Püppchen, die man ein- und ausschalten kann. Und das kennt man vielleicht auch, das ist ein LCD-Display. Da wird durch Liquid Crystal, dafür steht LC, damit kann man im Prinzip mit Strom dafür sorgen, dass entweder Licht durch kann oder eben nicht und dadurch kann man etwas anzeigen. Dann gibt es noch einen Trick bei diesen Pünktchen, weil so ein Controller hat natürlich nicht genügend Beinchen, damit bei einem riesigen Display jedes Pünktchen an einem Schalter sozusagen hängt und dadurch oder da nutzt man sogenanntes Multiplexing. Das heißt, hier sieht man das in der Animation schön. Das wird im Prinzip zeilenweise, geht der Controller da durch und schaltet dann entsprechend die Dots entsprechend so schnell durch, dass das menschliche Gehirn oder die Augen das nicht mitbekommen und man glaubt, dass sozusagen, dass die sozusagen ständig leuchten. Der Trick bei diesem LCD-Display, was ich vorstellen werde, ist, der kann tatsächlich bei einem Buchstaben alle gleichzeitig ansteuern. Das Multiplexen bezieht sich dann auf die einzelnen Buchstaben. Der geht halt ganz schnell die Buchstaben durch, also schnell, dass man das halt nicht sehen kann. Interessant ist das Datenblatt. Aus dem Datenblatt von dem Display habe ich hier, das ist die Anschlussbelegung, und hier sieht man sehr schön, gut, es gibt erstmal interessante Anschlüsse. Natürlich muss ich das Ding mit Strom versorgen, VSS, VDD. Die Kontrastspannung ist etwas, da baue ich so einen Spannungsteiler und kann dann über ein Pulli entsprechenden Kontrast einstellen. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, interessant sind aber die Leitungen RS, RW und E, das sind die Steuerleitungen. Und E heißt Enable, das heißt, wenn da ich den Strom sozusagen ausschalte, man sagt dazu fallende Flanke dazu, dann wird das, was sozusagen an den Datenpins anliegt, übernommen. Das heißt, ich kann an den Datenpins was einstellen und dann sozusagen enabled ein- und ausschalten und beim Ausschalten flutscht das Ganze sozusagen in das Display hinein. Und das werden wir uns jetzt gleich auch im Experiment mal angucken. Es gibt natürlich noch Tabellen. Das ist eine Tabelle, da kann ich nachgucken, welche Befehle gibt es. Und in der nächsten Tabelle kann ich entsprechend nachgucken, welche Buchstaben kann ich praktisch mit welcher Kombination aufrufen. So, jetzt wird es Zeit, das Ganze mal auszuprobieren. Ich habe ein kleines Display vorbereitet, wo man sozusagen in echt mal sehen kann, wie da die Daten reinrutschen. Um das LCD-Display bzw. dessen Ansteuerung mal zu demonstrieren, habe ich extra diese Platine hier gebaut. Der Vorteil ist, dass alle Steuerleitungen hier mit LEDs ausgestattet sind, sodass ich sehen kann, wenn hier sich irgendwas tut.
Gleichzeitig sind die LEDs natürlich beschriftet. Hier ist RS, RW, Enable und hier die 8 Datenleitungen. Prinzipiell kann man das Display auch mit 4 Datenleitungen ansteuern. Ich habe jetzt alle 8 genommen, weil das einfacher zu verstehen ist. Hier ist das Poti und der eine Widerstand gehören zu dem Spannungsteiler, der den Kontrast einstellt. Der andere Widerstand ist für die LEDs, die die Hintergrundbeleuchtung betreiben. So, und hier habe ich noch eine kleine Funktion, also was hier nicht im Bild ist, an diesen vielen Drähten ist ein Arduino angeschlossen. Den kann ich aber ganz kurz versuchen ins Bild zu holen. Hier ist er, der schiebt sozusagen die Daten hier rüber. So, und wenn ich das Ganze starte, dann sieht man, zack, da hat es ein bisschen geblinkert. Und schon steht mein Name auf dem Display. Das Ganze ist natürlich eine sehr schöne Sache, wo man für eigene Programme bei dem Arduino, was dann auf sehr einfache Art und Weise irgendwelche Zahlen, Status, Nachrichten oder sonst etwas ausgibt. Da ja die ganzen Buchstaben schon hier entsprechend vorprogrammiert sind und nur durch entsprechende Codes aufgerufen werden müssen. Ich habe in meinem Programm noch ein kleines Special eingebaut, und zwar hier dieses Wait. Wenn ich das jetzt drücke und mein Programm nochmal starte, sendet er die Befehle sozusagen ganz langsam. Machen wir das mal. Und schon sieht man, wie das Display initialisiert wird. Es wird sozusagen gerade, Befehl bedeutet, dass gerade die Funktion aufgerufen wird, die einen Befehl sendet. Daten wäre entsprechend die Funktion, die die Daten sendet. Und Beginn ist die LED, die anzeigt, dass er sozusagen in dieser Beginn-Routine ist. Also wer mit diesen Arduinos programmiert, weiß, was ich meine. Man merkt, hier werden schon ganz schön viele Befehle ausgesendet, immer enabled. Wenn enabled ausgeht, wird der Befehl sozusagen vom Display übernommen. Jetzt sieht man, jetzt werden die Buchstaben übertragen. Und immer, wenn enabled ausgeht, wird das, was hier anliegt, sozusagen eingelesen. Ja, auf diese Art und Weise. So, und jetzt wird es interessant. Befehl, jetzt muss er nämlich in die nächste Zeile springen und jetzt kann es weitergehen mit den nächsten Buchstaben. Und auf diese Art und Weise wird tatsächlich das Ganze übertragen. Geht natürlich echt viel schneller. Das hat man ja am Anfang gesehen. Ja, fertig. Das ist im Prinzip dieses Display, die gibt es in verschiedenen Größen. Soweit ich weiß, ist das größte 4x20, was man so bekommt. Das heißt 4 Zeilen und 20 Buchstaben. Das hier müsste, ich glaube, 2x16 sein. Wie gesagt, gibt es verschiedene Größen und kann man dann in seinen eigenen Projekten verwenden. Und wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, es nur mit 4 Datenleitungen anzusteuern. Dann spart man sich ein paar von den Ausgängen des Arduinos. Soweit, so gut.